dass du kacken gehen kannst. Stell dir vor, kannst du kacken gehen. Hast du jetzt alle Probleme, Kollege? Bleibst du da mal? Nein, nicht, du stirbst. So. Ablehnen. Buenas tardes, buenas noches, señores y señoritas. Ich hoffe, dass es für euch ein total schöner Tag war. Der Shitstorm, den man mir versucht zu machen mit, sag mal, hat der gerade Spanisch gesprochen? So und so getan, als wenn er Spanier wäre. Er ist ja gar kein Spanier. Das darf der ja gar nicht. Heutzutage kann ich mich fühlen als Baum, als Fuchs, warum nicht als Spanier? Aber ich kann euch beruhigen, meine Freundin hat bei, es gibt eine Internetseite, da macht man so mit so einem Stäbchen, hier, lauterbach.de, Stäbchen und dann schickt man das ein und dann sagen die, wie viel Prozent du von was bist, woher du kommst, deine Vorfahren und so. Und 2% das ist in Español. 6% das ist Mexicano. También, hombre. Claro. Bin allerdings auch Tscheche. Hat die klingelt? Komme. Ich bin auch Tscheche. Und noch ganz andere. Bin auch noch. Warte ganz kurz. Ich muss euch ganz kurz ein bisschen... Ich rede weiter, aber ich muss etwas präparieren. Was? Upsala. Fingernägel geknipst. Warte, ich bin gleich für euch da. Und daher ist das erlaubt. International. Mario Barth international? Sí, claro. Alter, ich pack so aus, das kannst du dir halt vorstellen, sobald ich das alles, ich lasse das nochmal prüfen, ich mache nochmal einen zweiten Check, um zu gucken, ob die mich verarschen. Aber wenn dann, das muss ja selber rauskommen. Ist ja nicht plötzlich 9% Finne. Aber wenn es so wäre, bin ich halt 180%. Das kennen wir aus Neukölln von der Wahlbeteiligung. Grüße, Freunde, Grüße. Herzlich willkommen bei TikTok. Lange ist es her. Ja, Fatih trägt eine Brille, weil sonst kann ich hier nichts lesen. Wo bist du? Wir sind in Guadalajara, kurz vor Portugal, neben Sylt quasi, kann man schon fast sagen, Dänemark. Kurz unter Griechenland, Kroatien. Oder wo war das? War das Golf von Mittelmeer. Da sitzen wir. Im Golf, mit dem Golf auf dem Mittelmeer. Grüße aus Lolland, Grüße zurück. Auch schön, du bist der Beste, 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 der Beste, der Beste, der Beste. Danke. Ich werde immer wieder gefragt, habt ihr mal eine Meinung zu? Habt ihr mal eine Meinung zu? Warum sagst du nichts zu? Dieter Nuhr hat das so schön gesagt. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Ich bin ein Mensch, ich gucke kaum Nachrichten, muss ich fairerweise sagen. Wenn die Nachrichten laufen, schwimme ich, bin ja Triathlet, wissen viele nicht. Also ich würde gerne, aber mein Unterwasserfernseher ist gerade kaputt. Ich unterscheide zwischen Meinung und Haltung. Correctamente? Sí. Die Meinung kannst du für dich behalten. Das ist deine Meinung. Was ist deine Meinung? Was ist eine Meinung? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal hier... Was ist Meinung? Du bist der Meinung, Brokkoli schmeckt total scheiße, ja, vielleicht. Ich bin der Meinung, Brokkoli, ich meine Rosenkohl, isst du Rosenkohl? Oh, ich liebe Rosenkohl. Es gibt ja eine Fraktion Rosenkohl Forever und eine Fraktion Rosenkohl. Ich liebe Rosenkohl und am liebsten mein Tag altes, also schon in so einer, gekocht mit Brühe und stehen lassen. Oh, wenn du den so ohne Zähne essen kannst. Oh, bist du so mit Speckwürfelchen, Zwiebelchen in der Pfanne dann nochmal kurz aufgeheizt? So in Amerika, Brussels Sprout? Kollege, ich kann nicht. Ich koche die Dinger.
Und da gibt's Leute, die finden Rosenkohl total scheiße. Also was ist, was zählt meine Meinung über Rosenkohl? Ist doch völlig Wurst. Aber es gibt eine Haltung. Wenn Leute in den Raum reinkommen, sagt der, der reinkommt, guten Tag. Das bin ich so mein, das erwarte ich. Wenn ich irgendwo reinkomme, sage ich auch guten Tag. Sind ältere Herrschaften irgendwo, steht man auf und gibt denen den Platz. Das hat was mit Haltung zu tun. Bitte, danke. Tür aufhalten. Das hat nichts mit Meinung zu tun. Daher. Hörst du grillen? Ist das Bose-System. Warte kurz, ich muss ja, bei TikTok ist das ja verboten. Die ist ja auch gut. Leck mir aber Auto. Mach mal Nebelmaschine an. Wegen Effekt. Oh, guck mal, sieht schon viel besser aus. Wir haben so eine Nebelmaschine extra. Für Entertainment. Zum Grill. Nächste Tourpläne. Anne! Anne! Was ist denn los mit dir, Anne? Neues Programm heißt Männer sind nichts ohne die Frauen. Startet im Februar nächsten Jahr. Dieses Jahr Februar müssten wir alle rückwärts fahren. Schaffen wir nicht mehr. Ab nächstes Jahr Februar. Über 100.000 Menschen, danke auf diesem Wege nochmal, haben bereits eine Karte gekauft. Das ist schon schön. Also es gibt natürlich ein neues Programm. Männer sind nichts ohne die Frauen. Tolle Themen wieder mit dabei. Dass wir Männer teilweise benutzt werden, dass wir nichts können. Eigentlich habe ich ja herausgefunden durch meine Freundin, dass ich nichts kann. Ich bin so dankbar, dass ich wirklich, dass ich ja habe. Vor ihr war ich, ja, wissen viele nicht, saß ich einfach nur auf dem Hocker im Raum. Ich hatte eine Wohnung, die hat allerdings meine Mutter mir besorgt, weil ich es alleine nicht geschafft habe. Und in dieser Wohnung war ein Stuhl in der Mitte. Auf dem habe ich auch geschlafen. Also ich habe auch nicht geschlafen, weil auch das sagt mir meine Freundin, du, wenn du müde bist, geh ins Bett. Auch, weißt du, so ich habe da gesessen, weil mir keiner gesagt hat, die war neulich bei ihren Eltern. 3 Tage. Fährt und sagt, wenn du Hunger hast, isst du was. Ich war, nee, wirklich, ich möchte mich auch auf diesem Wege herzlich bedanken für die Tipps. Das ist wirklich so Überlebenstipps. Wenn du Hunger hast, isst du was. Nee, ja. Ah. Was mache ich? Ich habe überlegt, ob ich anrufe, sei ich hab Durst. Was mache ich? Na, nimm dir was zu trinken. Was ist das? Na, Wasser. Wo? Na, aus der Flasche, welche Flasche, wie sieht die aus? Schick mir ein Foto, weil ich nicht, weiß ich nicht. Es ist so geil, auch wenn du ins Auto einsteigst, die Navi sagt, nächste Möglichkeit, rechts abbiegen. Dann fährst du rechts, sagt sie, oh, auch geil sind diese Kommentare, dieses Geräusche, nur so. Ah, okay, was denn? Fährst du hier rechts? Hat sie doch gerade gesagt, im Radio. Nächste Möglichkeit, rechts. Ach so, ja gut, dann... Fahr halt rechts, wurde schon, und das wissen die wissen das. Ich so, warum, was ist dein Problem? Ich habe kein Problem. Also du kannst ja rechts fahren, mir ist egal. Ist es ihr nicht, wenn es ihr egal wäre, würde sie, mir ist es egal. Die Navi sagt, nächste rechts, sie fährt geradeaus. Ich halte meine Klappe, weil ich denke, pff, keine Ahnung, ist mir egal. Die fährt irgendwo hin, irgendwann kommt man an. Sie nicht, ne, ist mir egal. Sag, was denn? Na, ich wäre links gefahren. Wenn du links fährst, und dann haben die alle Straßennamen. Wie ein Taxifahrer hat die alle Straßennamen im Kopf. Rüdesheimer runter, zweite links, bis auf der Brandenburgische, dann auf Hohenzollern, hier ist der weiter, Kaiser Wilhelm, bist du da. Dann drehe ich um, weil ich bin ja wie Navi gefahren, sie weiß besser, dreh um, Vollsperrung, sag, jetzt stehen wir hier im Stau. War gestern nicht. Was ist das? Solche Themen sind im neuen Programm. Dann auch das Thema älter werden. Ist auch ein Thema. Man kann, wenn man älter ist, gerade als Mann, nicht mal eben spontan eine Radtour machen. Und das liegt nicht an fehlender Kondition, sondern falsche Unterhose. Wirklich, meine Freundin sagt, komm, lass uns ein Eis essen gehen. Ich wesse wie so ein junger Kerl, Bub rauf aufs Fahrrad, trete los, nach 400 Metern merke ich, wie mein rechter Hoden immer so, bei eben mal so, und denke, Alter, wie weit ist das noch? Das halte ich nicht aus, das ist ja irgendwann, ist ja,
Und dann zieht, weißt du, beim mit einem Hand am Lenkrad, dachte ich mir, wenn jetzt Kopfsteinpflaster kommt, flieg auf die Fresse. Zieht so ein bisschen so hoch, auch meine Unterhose, damit enger ist. Als ich an der Eisdiele ankam, war mein Bündchen hier, an den Nippel. Also einfach so, einfach ist es auch nicht. Das ist, wird ein Riesenthema. Auch Sex im Alter ist auch ein Riesenthema. Habe ich heute geschrieben. Wir sind nämlich gerade in Guadalajara, kurz vor der finnischen Grenze, weil ich Programm schreibe. Ich schreibe gerade mein neues Programm. Das da heißt, Männer sind nichts ohne die Frauen. Und es sind sehr lustige Themen wieder dabei. Natürlich auch wieder, ich habe ja 8 Patenkinder, die kommen drin vor. Babsi ist auch wieder dabei. Alter, wahre Geschichte auch. Grüße aus Graz zurück, danke für die Mütze. Na, Band, Grüße aus Wien, Grüße zurück. Undankbarer Mensch fürs Filmteam. Kotz-Emoji. Kotz-Emoji, 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 Kotz-Emoji. Sagt Yps. Bist du von dem Heft? Yps, du bist ein Feigling, weil du hast dein Profilfoto, ist dein Gesicht, dein Auge, man sieht nur dein Handy. Du hast ein schönes Handy, Yps. Undankbarer Mensch fürs Filmteam. Yps, ich habe gar kein Filmteam. Ich glaube, es ist mittlerweile so ein ganz geiler Move und so ein geiler so ein Trend, einfach Dinge zu behaupten. Kannst du dich erinnern, beim letzten Mal TikTok, wo die eine gesagt hat, ich wäre total unfreundlich gewesen zum Cleaning-Team, worauf ich sie dann konfrontiert habe und sage, echt, wo denn, in welcher Halle denn? Und sie dann sagt, ja, ich war ja gar nicht da. Ich sage, nee, aber wenn du doch in der Öffentlichkeit schreibst, ich war total ranzig zu dem Cleaning-Team, welche Halle denn? Ja, in der Halle. Ich sage, da habe ich gar kein Cleaning-Team gesehen. Nee, also sie hatte ich auch nicht getroffen, aber eine Mitarbeiterin hat gesagt, wie einer gehört hat, wie er gelesen hat in der U-Bahn, das so. Ja. Ypsheft. Es gibt kein Filmteam. Es gibt einfach kein Filmteam. Hab ich nicht. Und wenn du meinst, warte mal, Yps, ich muss dich leider blockieren, weil du ja ein Stänkerer bist. Weißt du, Yps, ist ja nicht so, dass man sagt, ja, der Yps ist ein lieber Kerl. Der ist ja einfach, gibt's ja nicht, Filmteam. Wenn du allerdings meinst, dass du meine Kameraleute meinst, mit denen ich meine Sendung Mario Barth deckt aufmache, dass die Kameraleute, mit denen arbeite ich noch nicht so lange zusammen. Ich würde mal sagen, so 20 Jahre, länger ist es nicht. Die sich auch immer wieder freuen, mit mir zu arbeiten. Dann muss ich dich auch enttäuschen. Aber vielleicht verwechselst du mich gerade, weil ich eine Brille aufhabe. Das kann natürlich sein. Mensch, der Yps, ne? Da wollte er was. Ist das der aus dem TV? Nee. Ich habe früher Pornos synchronisiert. Und zwar Porno-Radiosendungen. Abend! Grüße aus dem Ruhrgebiet zurück. Guten Abend. Moin, Herr Barth. Moin. Moin, moin. Team Herz, Max hat mir eine Rose geschenkt. Es ist so geil, es ist so geil. Guten Abend, Mario. Weg mit dem Y. Hast du recht, habe ich schon. Ich habe viel. Oft ist ja so, dass Y sich dann auch nicht. Vielleicht ist er auch ein bisschen doof. Weißt du, ist aus Versehen raufgekommen. Ja. Und weiß ja nicht mehr, wie er da rauskommt aus der Nummer. Da musst du. Das ist wie mein jüngstes Patenkind ist 4. Ja, dem Heik neulich gezeigt, wie man Schleife macht. Weißt du? Das kann der nicht. Schleife. Nee. Hey, muss ich zeigen, wie das geht. Kann immer noch nicht. Dauert länger. Sie Fahrradfahren, musst immer wieder schieben. Bist immer nur am Rennen. Mit dem Buckel rennst du da, weil das Fahrrad zu niedrig ist. Bist am Rennen. Und so ist es mit Yps. Ich hab dir mir geholfen, dass er rauskommt. Grüße aus der Schweiz am Bodensee, zurück. Abend, Neues. So, wir sind also wieder, wie gesagt, gerade in Guadalajara. Kurz vor der Grenze nach. Aus Friesland, ist ja kurz über bei Dings. Und da schreibe ich mein neues. Alter, was ist denn das Geiles? Alter, Feuerwerk, ihr seid ja der Wahnsinn. Was ist das? Gerade war so ein buntes Ding. Das sah ja geil aus. Danke für alle. Auch da habe ich mir neulich, musste ich mir anhören. Du bist so undankbar! Ich
Ich möchte mich vielmals bedanken bei allen Leuten, die mir eine Rose, ein Herz, eine Münze, ein Auto, ein Affe, einen Löwen, eventuell auch ein Mercedes oder ein Herz schicken und eine Mütze, eine Entenmütze. Vielmals. Schön, dass es euch gibt. So. Ich schreibe gerade ein neues Programm. Männer sind nichts ohne die Frauen. Dieses Programm geht ab Februar an den Start. Wir sind jetzt im November nochmal. Sind wir nochmal mit dem Programm Männer sind Frauen manchmal aber auch vielleicht. Denn ist französischer. Geil, wie viele Mützen das gibt. Schon wieder so ein Ding. Was ist das? Universum. Alter, Puzzle. Herz, ich liebe euch doch auch. Alter, die eine Platte. Wie geil ist das, eine Platte? Viele wissen überhaupt nicht, was eine Platte ist. Eine Platte ist was Geiles, Freunde. Freue ich mich sehr. Vielen Dank dafür. Jetzt wäre ich auch noch I love you too. U2 ist aber eine Band. Darf ich das überhaupt sagen? I love you too. Nicht, dass es da Rechte gibt. Rechte Probleme, als sie sagen jetzt hier. Was hat der denn gesagt? Hat der U2 gesagt? Ist eine U-Bahn. Ach so, ist ja eine U-Bahn, die U2. Oh, wo ist denn die langgefahren? U1 ist Ruhleben. Damals Schlesische Tor Ruhleben. Was ist denn U2? Damals war rot. U2 war rot in Berlin. Kenn nur die Farbe. Es ist länger her, dass ich U-Bahn gefahren bin. Ich weiß es nicht mehr. Später ist U2 nach Ruhleben gefahren. Wirklich? Und wie gesagt, neues Programm. Jetzt im November nochmal 12 Termine. Männer sind Frauen manchmal, aber auch vielleicht. Die Tour ist ausverkauft. Im nächsten Jahr, Februar, geht es weiter. Mit Männer sind nichts ohne die Frauen. Programm ist, würde ich mal sagen, 3/4 fertig geschrieben. Das, was ich dir heute vorgelesen habe, das ist doch bestimmt. Ja. Du Scheiße, das ist viel geworden wieder. Auch geiles Thema im neuen Programm ist, was ich nie gedacht habe, dass es ein Thema wird. Ich schieb das auch seit gefühlt 122 Jahren vor mir her. Weil ich immer nicht wusste, ob ich das machen kann. Kurze Geschichte. Am Anfang meiner Beziehung habe ich eine Wohnung gehabt und sie eine Wohnung gehabt. Obwohl sie immer bei mir gepennt hat. Sie hat fast bei mir gewohnt, okay? Sie hatte eine Wohnung, ich hatte eine Wohnung. Sie fand meine Wohnung schön. Oh, tolle Möbel, schön gemacht, tolle Farbe, alles schick. Vorhänge auch im Fall. Handtücher, Teller, Besteck, die fand alles geil. Dann sind wir nach einem Jahr, zwei, zusammengezogen. Die zieht bei mir ein. Ich hatte einfach, ist doch klar, ich bin Trillionär. Allein mein Wohnzimmer hat 9000 Quadratmeter. Nur mein Wohnzimmer. Also der Empfang, wenn du reinkommst. Kannst dir aussuchen, ob du einen Mofa nimmst oder ein Pferd, um an die Couch zu kommen. So, jetzt ist sie zu mir gezogen. Ab diesem Tag war alles, was ich hatte, ein Stück weit Kacke. Wo du denkst, haben die entführt und haben mir einfach ihre Kack-Zwillingsschwester dagelassen? Was ist denn jetzt los? Alles war scheiße. Ah, wir brauchen neue Handtücher. Warum? Ah, die sind nicht so schön. Hat die nicht die ganze Zeit erzählt, wie geil die sind? Wie geil mein Besteck ist und mein Geschirr? Wirklich, die kam und sagt, boah, weißt du, Mario, es ist so schön bei dir. Hat alles so eine Sprache. Klasse. Sie zieht ein, Bub. Neue Sprache gelernt. Und dann hat sie irgendwann gesagt, wir brauchen ein neues Bett. Sag ich, was ist an dem Bett? Da habe ich mit meiner Ex drin gepennt. Hä? Sag ich, aber du hast doch 2 Jahre da drin gepennt. Ja, da habe ich aber noch nicht hier gewohnt. Sag ich, was ist denn das für ein Unterschied? Naja, jetzt wohne ich hier, das ist jetzt mein Haus mit. Ich sag, ist es so? Wusste ich nicht. Dass die Eigentumsverhältnisse auch direkt geklärt sind. Ja. Ich sag, ich kauf doch nicht neues Bett jetzt. Ich sag, ich hab ja schon neue Bettlaken aufgemacht. Seit ich mit ihr zusammen bin. Ich finde das nicht schlecht. Hätte ja sein können, dass ich das alte noch drauf lasse. Da verdrieche ich nicht. Ah, ist meine Ex. So, das verstehe ich, dass man dann sagt. Hab ich neue Matratze gekauft, sagst du, neue Matratze reicht ein neues Bett. Warum? Weil es könnte sein, dass meine Ex mit ihren nackten Beinen an das Holz gekommen ist. Sie möchte das nicht. Sie möchte nirgendwo. Da sage ich, muss ich meine ganze Bude umräumen. Kann ich nicht alles wegwerfen, alles neu machen.
Sagt sie, muss ich alles neu machen, nur da, wo du Sex hattest? Dann sag ich, sag ich ja. Muss ich alles neu machen? Muss ich die Fliesen rauskloppen? Badewanne weg? Esstisch? Küche? Crosstrainer? Sauna? Massagebank? Ich muss meine Autos verkaufen hoch. All das im neuen Programm. Männer sind nichts ohne die Frauen. Ab Februar, Freunde. Wenn ihr noch keine Karten habt, holt euch die Karten, denn der Fahrverkauf läuft schon. Denkt bitte an das Weihnachtsgeschäft. Bald ist Weihnacht. Geil, goldenes Mikrofon habe ich gekriegt. Danke, Pascal. Weihnachtsgeschäft fängt irgendwann an. Und dann geht Berlin zum Beispiel. Berlin, wir spielen in der... Jetzt heißt die Uber-Arena. Bis ich da auftrete, ist die Taxihalle, schwör ich dir. In der Uber-Arena spielen wir im Mai mit dem neuen Programm. Die Uber-Arena ist meines Erachtens schon ausverkauft. Ist schon ausverkauft. Also gibt schon die ersten Beschwerden, die sagen, ja, was ist denn das? Captain Baguette. Und was ist mit Berlin? Wir sind gerade dabei, die Waldbühne fertig zu machen wieder. Waldbühne 2026. Wieder ein geiles Ding über Waldbühne.